Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel hier in der Foltarena gegen den VfL Wolfsburg. Ich begrüße dazu ganz herzlich an meiner Seite die beiden Cheftrainer vom VfL Wolfsburg, Ralf Hasenhüttl, genauso wie unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und dem Gästecoach gebührt wie immer das erste Wort zum Spiel. Ihr Fazit bitte. Ja, wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir heute hier gewonnen haben. Ja, jeder weiß, wie schwer es ist, hier zu bestehen. Ich glaube, wir haben genau das Spiel gesehen, was wir auch erwartet haben. Es ist einfach so, dass wir wussten, es wird sehr viel darauf ankommen, wie wir unsere Box verteidigen, sehr viele Bälle in die Box, ein paar Umschaltsituationen, die wir gut lösen müssen. Ich glaube, dass wir vor allem erste Halbzeit auch sehr gute Chancen hatten, vielleicht schon mehr Tore zu erzielen. Wim sie einmal 1-1 vom Torhüter. Im Endeffekt war es von Anfang an ein bisschen so, dass wir versucht haben, eher eine defensivere Variante anzulegen, weil offensiver kannst du immer werden und im Endeffekt hast du trotzdem die Chancen bekommen und trotzdem die 2 Tore gemacht und daher hat es gut gepasst. Verdammt schwer für Heidenheim, natürlich Donnerstagabend noch gespielt. Ich ziehe den Hut vor dem, was Frank mit seiner Truppe hier leistet. Es ist einfach so, dass man auch das merkt. Und wir waren von Anfang an bestrebt, diese vielleicht fehlende Frische zu Beginn einmal auszunutzen. Viele Wechsel in der Mannschaft und dann kannst du vielleicht auch den einen oder anderen Treffer setzen, um dann so ein Spiel einmal auf deine Seite zu ziehen. Trotzdem Hut ab, wie sie in zweiter Halbzeit dann wieder zurückgefightet haben, obwohl, wie gesagt, viel Energie auch über die Saison wahrscheinlich durch diese viele Doppelbelastung auch da ist. Trotzdem weiß man, dass die uns Heidenheim einfach nie aufgibt, dass die Mentalität immer stimmt und dass es einfach immer verdammt schwer ist. Und du brauchst dann eben noch dieses vielleicht dritte Tor. Zweite Halbzeit hatten wir leider Gottes dann nicht mehr so viele Umschaltszenen. Vor allem in den ersten 30 Minuten zweiter Halbzeit waren wir sehr unter Druck. Aber im Endeffekt dann, glaube ich, ja, durch das dritte Tor auch dann nicht ganz unverdient gewonnen und dementsprechend sind wir zufrieden. Danke sehr. Vielen Dank. Frank, dein Fazit bitte. Ja, zunächst mal Ralf, dir und deiner Mannschaft. Glückwunsch zum Sieg heute. Ein denkbar ungünstiger Start für uns natürlich. Nach dem Erfolgserlebnis, das wir uns am Donnerstag geholt haben, so früh zurückzulegen, hat uns natürlich nicht gepasst. Das hat man dann auch gesehen in der 13. Minute der Freilauf von Wimmer, glaube ich, gegen Kevin Müller, der dann das 2-0 verhindert. Pech. Das einzige Mal Pech für mich, dass das 1-1 nicht zählt mit dieser Fußspitze, wo Honsi leider einen Tick zu weit vorne war. Noch schlimmer, dass wir dann das 2-0 bekommen, wie wir es aber auch nicht bekommen dürfen. Standardsituation, wir haben 2-3 Mal die Möglichkeit, den Ball zu klären, sind aber auch nicht eng genug am Gegenspieler dran. Und das mussten wir natürlich erstmal verkraften, diesen 0-2-Rückstand zur Halbzeit. Und trotzdem, weil der Ralf gesagt hat, Respekt dafür für die zweite Halbzeit. Das ist unser Anspruch, dann zurückzukommen. Und ich finde schon, in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, Wolfsburg stand sehr tief, hat gewartet auf Kontersituationen. Wir haben viele Flanken geschlagen, wir haben viele Anläufe genommen, aber für diese Präsenz am Ball und für dieses Flügelspiel zu wenig klare Torchancen. Ein, zwei Abschlüsse, die wir aus dem Rückraum nehmen, zu spät spielen. Vielleicht auch nicht genau und schnell genug über außen durchgepasst, um eine bessere Position im Flanken, im Flügelspiel zu haben. Haben dann natürlich auch mehrere Stürmer gebracht, um in der Box dann mehr Präsenz zu haben. Machen dann das 2-1 und haben es dann in der Phase verpasst. Und es wäre mit Sicherheit in der Phase auch nicht unverdient gewesen, das 2-2 zu machen. Da stand, wie gesagt, Wolfsburg sehr tief, hat es dann aber auch gut verteidigt, auch mit ihren kopfballstarken Spielern in der Box und ja, bezeichnen dann das 3-1. Wir klären den Ball, schießen uns selber an. Diago Thomas kriegt den Ball in Lauf und macht dann das entscheidende 3-1. Ja, könnten wir viel hadern, machen wir aber nicht. Für mich nur Pech beim Abseitstor. Das andere müssen wir annehmen, so wie es ist. Die Fehler müssen wir abstellen in der Defensive. Da haben wir zu viel mitgeholfen heute. Auch den Gegner da eingeladen ein bisschen, aber natürlich hat Wolfsburg die Tore dann selber gemacht, auch klar. Und vorne drin müssen wir aus diesen Möglichkeiten, aus diesen Abschlüssen, aus diesen vielen Situationen müssen wir noch mehr klare Torchancen erspielen, weil sonst hat man dann, wie heute gesehen, reicht es am Ende nicht. Danke, Frank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Wenn ja, bitte ich um kurzes Handzeichen. Thomas Gassmann für die Wolfsburger Allgemeine Zeitung. Bitte schön. Ja, Gratulation, Herr Hasenhüttl. War das für Sie auch so ein sportlicher Befreiungsschlag, dieser Sieg jetzt heute, kurz vor der Länderspielpause? Für die Mannschaft. Es war der dritte Sieg vor der dritten Länderspielpause. Wir haben leider nur mehr eine. Dementsprechend sollten wir auch anders mal gewinnen. Aber ich glaube, auswärts bis jetzt, wie ich es gesagt habe, haben wir eigentlich 10 Punkte in 5 Auswärtsspielen. Das ist absolut okay.
Die Gegner zu Hause waren natürlich schwer zu bespielen, auch trotzdem Möglichkeit mehr zu holen, aber wir sind heute mal froh, dass über diese drei Punkte, das war wichtig für uns, gibt uns natürlich Rückenwind jetzt für die nächsten Wochen und jetzt kommen die Gegner, gegen die wir punkten sollen und punkten müssen. Und und die unten rum sind, die spielen jetzt gegen die Kaliber, die wir vorher hatten. Und deswegen ist das jetzt eine Zeit, die wir nutzen müssen, um eben auch den Rückstand wettzumachen. Timo Lemmert für die Schwäbische Zeitung, bitteschön. Frank, du hast vorm Spiel gesagt, das ist ein richtungsweisendes Spiel. Jetzt habt ihr das richtungsweisende Spiel verloren. Jetzt kommt die Länderspielpause. Ist das jetzt in eurer Phase, wo ihr gerade diese Doppelbelastung hattet, eine gute Phase, dass ihr einmal durchschnaufen konntet? Oder ist es, ich meine, die Frage stellen wir uns ja immer wieder eigentlich. Keine Ahnung. Natürlich, wenn man verliert, möchte man am liebsten gleich wieder spielen. Aber Fakt ist, können wir nicht wegdiskutieren, obwohl wir viel gewechselt haben, dass es natürlich nicht ohne war die letzten Wochen. Aber das ist halt so, wenn man dann diese englischen Wochen hintereinander hat. Wir haben zuletzt wenig trainieren können, schon gar nicht mit der gesamten Mannschaft. Aber nach der Belastung können wir jetzt einfach nicht sagen, so jetzt prügeln wir zwei Wochen durch, sondern die Spieler brauchen jetzt auch mal eine Zeit, wo sie sich erholen können, wo sie wieder Energie tanken, um dann die Inhalte im Training, die wir dann in der Woche vor Leverkusen mit Sicherheit ein bisschen anders angehen können, dann auch umzusetzen. Ja, richtungsweisendes Spiel, das haben wir verloren. Um die Frage auch gleich zu beantworten, purer Existenzkampf. Natürlich wissen wir, welche Gegner auf uns zukommen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir gegen die Gegner, die gegen uns kommen, im letzten Jahr keine Punkte geholt haben. Von daher, Krone richten, trotzdem dafür sorgen, dass man das Selbstbewusstsein und die Energie nicht verliert, sondern dass man die Situation annimmt, wie sie ist. Und dann schauen, dass wir Punkt für Punkt dann in den nächsten Wochen auch einfahren. Nochmal Thomas Gassmann, Wolfsburger Allgemeine Zeitung, bitte. Ben Stardai, 18 Jahre alt, der jüngste VfL-Torschütze. Können Sie ein bisschen was über ihn sagen? Und ich meine, er hat jetzt zum dritten Mal hintereinander gespielt. Ich fand ihn auch ansonsten ganz gut. Vielleicht ganz kurz was zu Joachim Mähle. Wisst ihr da schon ungefähr, was Joachim sein könnte? Ist wahrscheinlich Muskelverletzung, Oberschenkel, also sieht nicht so gut aus. Ja, und Benze hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt und hat jetzt durch die Verletzungen von Swanberg und Franks natürlich eine Chance gesehen, da reinzurutschen. Und ich finde, das ist auch etwas, was wir tun wollen und tun müssen, den Jungs auch dann auch mal die Chance zu geben, sich zu zeigen. Und dass wir das getan haben, die letzten Spiele, war beeindruckend, war sehr abgeklärt. Klar, 90 Minuten reicht vielleicht noch nicht, aber er ist trotzdem schon in der Lage, hier auch seinen Stempel aufs Spiel zu drücken. Tor gemacht heute. Sehr guter Junge, sehr klar im Kopf. Da sieht man schon, dass er aus einer Fußballerfamilie kommt. Das ist einfach, die sind da einfach schon sehr weit, auch sehr beliebt in der Truppe, weil er einfach einen super Charakter hat und solche Spieler forciere ich sehr gerne. Chris Bichele für den Kicker, bitte. Nur eine kurze Frage an Frank. Habt ihr irgendwelche Verletzungen jetzt, nicht aus diesem Spiel, sondern generell für die Länderspielpause? Busch zum Beispiel. Ach, ob die verletzt sind? Ja. Also ich hoffe nicht, dass sie dann weiter verletzt sind, aber Busch ist ja ausgewechselt worden mit Adduktorenproblem in Schottland. Lennon Maloney hat einen Pferdekuss bekommen, war auch keine Option, konnte auch kein Abschlusstraining gestern machen, deswegen war klar, dass er keine Option ist. Müssen wir jetzt mal schauen, weil wir haben keine Möglichkeit gehabt, genau nachzuschauen jetzt mit MRT etc. Das wird Anfang der Woche dann auch stattfinden. Und dann wissen wir, wie lange die genannten Spieler dann möglicherweise ausfallen. Ansonsten keine weiteren Fragen. Dann vielen Dank fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke.